Wie die meisten alten feudalen Festungen wurde der Palazzo der Erzöge von Melpignano im 17. Jahrhundert vollkommen überarbeitet und wurde ein Adelswohnsitz. Der Lehnsherr Giorgio Castriota befahl den Bau des neuen Gebäudes, das ist auf der Inschrift oben auf der Fassade gut lesbar. Die Oberräume des Gebäudes waren zur persönlichen Verwendung der Lehnsherren bestimmt. Dagegen fungierten die Unterräume als Verwaltungsräume und Sitz des Gerichtshofs der Barone. Vom ursprünglichen Gebäude bleiben nur das Wassergraben, die südliche Ringmauer, die zwei Türme und den Wehrgang übrig. Im Inneren des Herzogspalazzo kann man einen graziösen italienischen Garten bewundern, der mit einem Laubegang und anderen Dekorationselementen ausgestattet ist und dem Besucher einen angenehmen Anblick bietet. Das Gebäude wurde von der Gemeinde von Melpignano in der Hälfte des 90er Jahren erworben. Zurzeit wird er erhalten und restauriert, um den Palazzo und den Garten zweckmäßig zu gestalten.